Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Live-Übertragung aus dem Nationalrat in ORF 3. Wir sind mitten im ersten Tagesordnungspunkt von heute 38, das Thema Hass im Netz. Am Wort ist Harald Stephan, er ist Justizsprecher der FPÖ. Auf der Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Frau Kollegin Steinacker hat heute schon ein bisschen gezeigt, wo die Reise hingeht, indem sie feststellt, dass die Wortmeldung der Frau Kollegin Fürst aus unseren Reihen unangebracht ist. Ja, vielleicht ist das eben das, worum es hier geht, ein bisschen. Aber ich möchte schon klarstellen, auch für die FPÖ und auch für die Frau Kollegin Fürst, dass es uns ein großes Anliegen ist, dass Menschen vor Beleidigung, Herabwürdigung, Mobbing, Drohungen, Gewaltaufruf und so weiter geschützt werden, und zwar auch ganz besonders im Internet und ganz besonders jene Personen, die am schwächsten in der Gesellschaft sind, also Minderjährige und unterstützungsbedürftige Erwachsene. Für die gilt das, und das ist uns ein großes Anliegen, und das ist uns auch ein besonderes Anliegen, dass es schnell geht, dass diese Menschen im Internet geschützt werden. Und gleichzeitig muss es ein rechtsstaatliches Vorgehen und eine möglichst geringe Einschränkung der Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit geben. Das sind unsere Grundsätze, mit denen wir an das Thema herangehen. Aber was die Regierung unter dem reißerischen Titel Hass im Netz vorlegt, geht in eine ganz andere Richtung. Und es beginnt natürlich schon bei den Diktionen. Das Wort Hass, ja, das Hass beschreibt ein Gefühl. Und ein Gefühl ist nicht Teil einer Rechtsordnung in dem Sinn, dass es hier einen definiert, was damit gemeint ist. Liebe kommt auch nicht im Gesetz vor. Auch im Eherecht kommt Liebe nicht vor. Das ist nicht Voraussetzung für eine Ehe. Und genauso ist hier Hass kein juristischer Begriff. Das ist nun einmal so. Es ist ein Gefühl. Und es ist daher höchst problematisch, darauf ein derartiges Gesetzespaket aufzubauen. Und wenn wir uns nur das Zitat der Frau Justizministerin, das mir am Anfang dieser ganzen Diskussion gut gefallen hat. Wenn wir ehrlich sind, hat jeder auch ein Gespür dafür, ob eine Grenze überschritten wird oder nicht. Ja, genau, so ist es. Ja. Es gibt dafür ein Gespür, und das nennt man eben dann, ist es Hass, ist es, oder reden wir von wirklichen Delikten, dann ist es was anderes. Und ein ähnliches Problem haben wir natürlich mit dem Begriff der Fake News, also der Falschmeldungen. Das ist so heikel, hier diesen Begriff so herauszuholen. Wer bestimmt, was Fake News ist? Wer bestimmt das? Haben wir eine moderne Inquisition, die das festlegt? Schauen wir zurück ins Mittelalter oder auch noch in die frühe Neuzeit, als bestimmt wurde, wer die Wahrheit sagt, und wer nicht die Wahrheit sagt, der wurde sogar möglicherweise exekutiert. Ist es das, ganz überspitzt formuliert? Wer bestimmt das? Wir wissen genau, wo Fake News, was das alles ist. Ja, soll jemand sagen, die Erde ist eine Scheibe? Das tut uns doch nicht weh, auch wenn es wissenschaftlich hinterlegt und widerlegt ist. Und es gibt genug Menschen, die vielleicht glauben oder die das zumindest propagieren, wie die Erde entstanden ist. Die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel zum Beispiel ist Fake News im Sinne dessen, was wissenschaftlich widerlegt ist. Und trotzdem würden wir niemals auf die Idee kommen, das zu verbieten vielleicht da das Strafrecht anzusetzen. Aber letztendlich kommen wir dorthin, wenn wir diese Begriffe so verwenden. Aber jetzt, damit ich auch etwas Positives sage, natürlich sind hier auch positive Punkte mit umfasst in diesem Paket. Frau Kollegin hat es zum Teil auch schon angesprochen. Wir sind für dieses Verbot der unbefugten Bildaufnahmen. Das war auch eine Initiative, die wir mitgetragen haben. Wir sind für die Ausweitung im Bereich des Cybermobbings. Wir sind froh, dass es eine Gebührenbefreiung gibt bei Privatanklagen, und auch der Opferschutz und die Prozessbegleitung im Sinne des, was ich am Anfang gesagt habe, gehört zu den Themen, die wir unterstützen. Erstaunlich ist allerdings der Zeitpunkt, zu dem dieses Gesetz vorgelegt wird oder dieses Paket, wenn genau in diesen Tagen auf europäischer Ebene genau über dieses Thema unter dem Stichwort Digital Services Act debattiert wird und wir bereits vorweg Kritik dafür bekommen haben, dass wir heute das vorlegen, dann finde ich das wirklich erstaunlich. Und zwar nicht, weil es ein Alleingang ist, da hätten wir als FPÖ ja durchaus auch Sympathie dafür, dass man sagt, man macht einen Alleingang, sondern weil es genau die ÖVP und die Grünen machen, die ja immer sagen, nein, es ist wichtig, wir müssen europäisch vorgehen. Denken wir nur zum Beispiel der Beitrittsverhandlungen zur Türkei. Wie oft haben wir verlangt, dass wir das endlich einstellen? Das große Argument war immer, nein, das kann man nicht allein machen, kein Alleingang, das muss gemeinsam sein. Also man muss schon seine Argumente selbst ernst nehmen, wenn man hier vorgeht. Und das zeigt schon, dass hier irgendetwas im Busch ist, wenn man das unbedingt heute vorlegen muss.
Und jetzt zu den konkreten Punkten. Kommunikationsplattformgesetz, ein Kernstück dieses ganzen Pakets. Da meldet jetzt ein Nutzer, dass er ein Posting sieht und denkt sich, das ist strafrechtlich bedenklich und meldet das. Gut, soweit so gut. Jetzt muss der Plattformbetreiber, und zwar mit ganz fixen Fristen, wenn das offensichtlich rechtswidrig ist, innerhalb von 24 Stunden löschen und wenn es fraglich ist, innerhalb von 7 Tagen. So, und wer sagt jetzt, was offensichtlich und was vielleicht fraglich ist, oder wer sagt überhaupt, dass es rechtswidrig ist? Irgendein Mitarbeiter aus einem privaten Unternehmen sagt das. Das ist kein rechtsstaatliches Vorgehen. Das ist ein Auslagern der Zensur an einen privaten Unternehmer. Und was hat der private Unternehmer für Interessen? Der private Unternehmer, der hat ein Geschäftsmodell, der will Gewinn machen. Dem geht es nicht darum, den Rechtsstaat oder die Meinungsfreiheit zu fördern, gar nichts. Der will Gewinn machen. Und wenn er Schwierigkeiten bekommt, dann wird er entsprechend handeln. Und genau das ist jetzt hier der Punkt. Ich kann also hier gezielt Meldungen organisieren. Ich kann gezielt, da muss ich mich nur zusammentun, immer wieder mich beschweren über eine bestimmte Person. Dann führt es dazu, dass es dann ein Verfahren gibt bei 5 Beschwerden innerhalb eines Monats. Das geht ja relativ schnell. Wird ein Verfahren eingeleitet. Und wenn ein solches Verfahren eingeleitet wird, dann kann es sein, dass dieses Unternehmen große Strafen bekommt. Das heißt, was wird im Zweifelsfall passieren? Sie werden schon vorweg löschen. Und genau das ist der Punkt. Ich kann also hier gezielt Menschen aus dem Internet hier vertreiben. Und das trifft nicht nur Freiheitliche oder schon gar nicht nur Freiheitliche, auch wenn das die Frau Kollegin Maurer so als großes Argument gebracht hat. Wenn ich so eine Büchse der Pandora öffne, trifft es jeden. Und es kann gegen die Tierschützer gehen, wenn der Bauernbund sich zusammenschließt und sagt, wir machen jetzt eine Initiative gegen die Tierschützer, dann werden die halt vielleicht aus dem Internet verdrängt werden. Das kann in jede Richtung gehen. Und vergessen Sie das nicht, wenn Sie das heute hier beschließen. Und wir haben ein Pomone am Rande. Wenn so ein Unternehmen jetzt dann hier Strafen bekommt, und dann kann es sein, dass diese Strafen von den Werbeeinschaltungen, also von jenen Unternehmen, die Werbeeinschaltungen machen, abgezogen wird. Das heißt, das österreichische Unternehmen, das Werbeeinschaltungen macht, zum Beispiel bei Facebook, das wird jetzt angezapft, das muss jetzt die Strafe bezahlen für das Unternehmen, das zu bestrafen wäre, und muss aber natürlich selbst noch immer die Werbung zahlen an das Unternehmen. Das heißt, das österreichische Unternehmen muss doppelt zahlen, wird bestraft, wird diskriminiert. Also das nur als Bonmot am Rande in diesem Gesetz, wirklich sehr durchdacht, muss man schon sagen. Und ein Punkt noch, weil es immer geheißen hat, Netzwerksperren, das ist was ganz Furchtbares. Netzsperren, da ist, also sind viele Grüne sogar demonstrieren gegangen und haben sich massiv dagegen ausgesprochen. Also die Möglichkeit, dass man überhaupt eine Webseite überhaupt sperrt. Und im ersten Entwurf, den das Ministerium vorgelegt hat, das Justizministerium, war das definitiv drinnen. Da war ich schon mal sehr erstaunt, dass das grün geführte Ministerium hier Netzsperren vorsieht. Dann wurde das im Zuge der Begutachtung entschärft und man hat es herausgenommen. Aber in den erläuternden Bemerkungen steht ausdrücklich drinnen, vorläufig wird auf Netzsperren verzichtet. Was heißt vorläufig? Man hat es grundsätzlich vor, und wenn es dann endlich mal technisch möglich ist, dann wird man es machen. Also das heißt, das, wofür angeblich hier auch eine Partei unter anderem gestanden ist, das wird hier umgesetzt, und das ist auch ein ganz massiver Eingriff. Und dazu brauche ich dann natürlich auch eine Internetpolizei und eine Zensurinfrastruktur. Man kann sich ja anschauen, wie das funktioniert. China macht das sehr konsequent. Und komme damit auch schon zum Schluss. Es gibt noch einige Punkte, die ich gerne anführen würde, aber da reicht die Zeit. Ich würde gerne über die Verhetzung und diese fehlgeleitete Änderung im Verhetzungsparagrafen führen, der in Wirklichkeit jetzt die Beleidigung und die Verhetzung fast gleich formuliert, was dazu führen wird, dass es keine Beleidigung mehr geben wird am Bezirksgericht, sondern alles ans Landesgericht gehen wird mit einer 6-fach höheren Strafdrohung. Also auch das hier eine völlig falsche Initiative, ein völlig falscher Schritt, der eigentlich nur zu einer Kriminalisierung führt, wo es in der Form nicht notwendig ist. Kommt daher zum Schluss und kann wirklich nur jetzt appellieren an Sie als Regierungsparteien, dass Sie das noch einmal überdenken und dass Sie daran denken, welch gefährliches Terrain Sie hier begeben mit diesem Gesetzespaket, weil Sie riskieren eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit oder der Meinungsäußerungsfreiheit für einen wahrscheinlich relativ kurzfristigen medialen
Erfolg und das noch dazu zu einem völlig missglückten Zeitpunkt. Also bitte zurück an den Start. Zeitpunkt schlecht, Inhalt schlecht. Harald Stephan, Justizsprecher der FPÖ, lehnt das Hass im Netzgesetzespaket ab. Hass sei außerdem gar kein juristischer Begriff, es sei ein Gefühl. Ein Gesetzespaket auf ein Gefühl sei problematisch, so Stephan.